Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus und herzlich willkommen zur letzten Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern im Bayerischen Landtag vor der parlamentarischen Sommerpause. Und deshalb senden wir heute auch schon nicht mehr von drüben aus dem Maximilianeum, sondern schon mit aufgekrempelten Ärmeln und in guter Sommerlaune aus dem wunderbaren Englischen Garten neben dem Parlament hier in unserer Landeshauptstadt in München. Noch nicht aber ist es zu spät im Hinblick auf den Spurt in Richtung Sommerpause, um uns noch mit der Frage zu befassen, die mir die Regina zugeschickt hat aus dem schönen Nürnberger Land. Die Regina, da gibt es einiges gerade zu rücken, hat nämlich wahrgenommen, dass es im Bayerischen Landtag diese Woche noch eine Diskussion gab, ob wir die Geschäftsordnung des Landtags ändern wollen. Und der Eindruck, der da möglicherweise auch über eine etwas gezielte Medienstrategie der SPD bei der Regina entstanden ist, ist derjenige, dass es da um eine Auseinandersetzung gegangen wäre zwischen der SPD auf der einen Seite und der AfD auf der anderen Seite und dass wir Freien Wähler uns dabei auf die Seite der Rechtspopulisten der AfD geschlagen hätten. Wenn das wirklich so wäre, liebe Regina, dann wäre deine Frage natürlich mehr als berechtigt. Die Wahrheit allerdings ist, dass die SPD da eher in ihrer Medienkommunikation und auch im Hinblick auf ihren Redner im Parlament ein wenig mutmaßlich gezielt nicht nur übers Ziel hinausgeschossen ist, sondern einen Eindruck erzeugt hat, der einigermaßen schräg zum tatsächlichen Sachverhalt liegt. Und deshalb, Regina, bin ich dir umso dankbarer für die Gelegenheit, das ob deiner Frage vor der Sommerpause auch noch ins rechte Licht rücken zu dürfen. Worum ist es also gegangen? Es ist um nicht weniger, aber halt auch nicht um mehr gegangen als um die Frage, in welcher Reihenfolge reden die Fraktionen drüben im Maximilianeum? Kommt zuerst die AfD dran oder kommt zuerst die SPD dran? Grund für die Frage, dafür, dass wir das überhaupt miteinander diskutiert haben, und das ist zunächst mal die Good News, ist eigentlich ein Luxusproblem, das wir Demokraten, das unsere bayerische Demokratie zwischenzeitlich entwickelt hat, nämlich die Tatsache, dass sich diese AfD im Landtag Woche für Woche immer mehr auflöst, zersetzt, ja, dass da immer wieder Kolleginnen und Kollegen austreten und die AfD zum Glück immer und immer kleiner wird. Und das hat dazu geführt, dass die SPD zwischenzeitlich viel größer ist als die AfD. Die waren zu Beginn der Legislaturperiode mal gleich viele und jetzt sind bei der AfD so viele ausgetreten, dass die SPD eben viel größer ist. Und deshalb war die SPD jetzt der Meinung, wenn sie schon die größere Fraktion ist, dann sollte doch im Sinne der Spiegelbildlichkeit zuerst die SPD reden und dann die AfD. Und da, liebe Regina, spricht ja jetzt auf den ersten Blick auch einmal nichts dagegen. Wichtig ist mir noch zu sagen, das hat nichts damit zu tun, wer wie viele Stimmen hat im Parlament oder wer wie viele Sitze im Ausschuss hat. Da haben wir immer Tag für Tag gespiegelt, jedes Mal, wenn bei der AfD einer ausgetreten ist, dass die Spiegelbildlichkeit Demokratie theoretisch gewahrt ist, dass also der Einfluss der AfD zum Glück immer kleiner geworden ist und der SPD relativ gesehen damit auch entsprechend größer. Es ging jetzt um nichts anderes als um die Frage, wer tritt zuerst an das Rednerpult, wenn wir in einer Plenardebatte über Gesetzesentwürfe oder über Anträge diskutieren. Ja, und da ist auch die Sichtweise der SPD zunächst einmal ganz eingängig zu sagen, wir sind größer, also sprechen wir jetzt zuerst. Aber, und das ist der Grund für unser Abstimmungsverhalten, liebe Regina, es gibt halt auch eine Geschäftsordnung dieses Bayerischen Landtags. Und diese Geschäftsordnung, die haben wir zu Beginn der Legislaturperiode miteinander verhandelt. Und da gibt es einen Passus drin. Deshalb habe ich dieses blaue Büchchen, das sozusagen die Bibel der parlamentarischen Geschäftsführer ist, mitgebracht. Da gibt es einen Passus, den wir auch mit der SPD damals abgestimmt haben. Und der lautet, ich zitiere das, Paragraph 6, Ziffer 1, erster Satz: Die Reihenfolge der Fraktionen bestimmt sich nach der Zahl ihrer Mitglieder. Und jetzt kommt es zu Beginn der Legislaturperiode. Und so hat das damals, als wir die Geschäftsordnung verabschiedet haben, auch die SPD gesehen. Und deshalb war die CSU als unser Koalitionspartner und waren andere der Auffassung, eine Kontinuität im Bereich der Geschäftsordnung ist auch wichtig. Und wir reden nächstes Jahr sowieso wieder über die Geschäftsordnung, sodass am Ende des Tages dieser Passus jetzt steht, wie er steht. Und es nicht sinnvoll ist, jetzt noch eine Geschäftsordnungsänderung auf den Weg zu bringen, sodass die SPD nicht als Vierter, sondern als Dritter redet und diese beiden Positionen getauscht werden. Eine, glaube ich, durchaus legitime Sichtweise, die auch so ein bisschen zeigt, aus welcher Mücke man da versucht hat, einen Elefanten zu machen. Denn nochmal, im Ausschussbetrieb, im Abstimmungsverhalten sind die Dinge klar. Da haben wir die AfD entsprechend abgewertet, SPD relativ aufgewertet. Nur um diese Rednerreihenfolge ging es. Ich sage aber auch dazu, Regina,
Es gab noch eine zweite Sichtweise, die da heißt, naja, wenn sich das schon so signifikant verändert und die AfD immer weniger wird, dann tauschen wir doch einfach auch die Redner irgendwie naheliegend. Und ich mache da aus meinem Herzen keine Mördergrube, dass das auch meine Position gewesen ist. Ich habe das im Ältestenrat so vertreten und wir Freien Wähler hätten damit gut leben können. Aber wir sind in der Koalition. Unser Koalitionspartner hat sich eher an dieses Buch, an die Geschäftsordnung halten wollen. Wir müssen einstimmig abstimmen und ehrlicherweise die Frage, wer als Dritter oder als Vierter redet, die ist jetzt nicht wert, dafür den Koalitionsvertrag zu brechen. Und das hat, als ich es im Parlament ein bisschen augenzwinkernd ausgeführt habe, auch die SPD, glaube ich, ganz gut verstanden. Also mit anderen Worten, Regina, so ein bisschen viel Lärm um nichts und eine etwas inszenierte Politshow der SPD. Man hätte gut für ihre Position argumentieren können, aber auch für die andere Position mit AfD versus SPD oder diesen Dingen hat es nichts zu tun. Und deshalb habe ich auch ein bisschen augenzwinkernd dem Fraktionsvorsitzenden der SPD, dem Florian von Brunn, dann parlamentsöffentlich empfohlen, ich soll einfach ein bisschen bessere Reden halten, argumentativ besser und nicht immer nur so den bayerischen Chefnühler geben. Dann glaube ich, klappt es für die SPD insgesamt besser, ganz egal, ob sie als Drittes oder als Viertes oder vor oder nach der AfD redet. Ich glaube, das ist nicht die entscheidende Frage. Ich hoffe, Regina, damit deine Bedenken so etwas aufgeklärt zu haben, liegt mir besonders am Herzen, weil ich, glaube ich, schon zu denen gehöre, die für unsere Fraktion sich immer am allermeisten auseinandergesetzt haben mit der AfD. Und ich habe deshalb auch im Parlament noch die Hoffnung geäußert, dass diese Frage, über die wir da diskutiert haben, uns ja vielleicht nächstes Jahr die Wählerinnen und Wähler abnehmen. Wenn nämlich die AfD, so hoffe ich das persönlich, wieder unter die 5%-Hürde fällt, dann haben die gar keinen Sitz mehr im Parlament und brauchen gar keine Redezeit mehr. Ich glaube, das wäre das Allerbeste für unsere bayerische Demokratie. Mit diesem Schlusssatz Richtung Sommerpause, liebe Regina, wenn ihr Fragen habt, auch über die Sommerpause, dann schreibt uns gerne. Wir versuchen, solange es kein Frag-Fabian gibt, euch immer per E-Mail oder per Social Media Rede und Antwort zu stehen. Und wenn es zeitlose Fragen sind, dann kommen die auch gleich in den großen Pool für die Zeit nach der parlamentarischen Sommerpause. Wenn es dann wieder heißt Frag-Fabian, ich mich aus München melde. Und jetzt wünsche ich Ihnen euch erstmal ganz wunderbare Sommerwochen bei allerbestem Wetter in unserer bayerischen Heimat oder irgendwo anders im Urlaub. Am besten beides miteinander kombiniert. Haben wir uns, glaube ich, verdient nach all der schwierigen Corona-Zeit. Und genießen Sie diesen Sommer 2022. In die Richtung machen auch wir, Ihre Abgeordneten von den Freien Wählern im Landtag, uns jetzt auf. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.